Guten Morgen. Wir haben jetzt das dritte Gewitter, die dritte Überschwemmung in diesem Monat. Und hier diese Straße kam es runter. Wenn ihr die zwei anderen Videos anguckt, die ich gesendet habe, verlinke ich euch logischerweise am Schluss. Hier steht immer noch meine Sperre. Da hüben ist beim Nachbar, ist es reingelaufen. Das erste Mal nicht, das zweite Mal habe ich ihn getrennt und das dritte Mal war ich nicht da. Da ist es ihm einen halben Meter in die Garage gelaufen. Das Wasser ist dann hier entlang, hier rüber, da haben sie jetzt Bretter hingestellt, obwohl das gar nichts bringt, weil es war ein See hier etwa einen halben Meter hoch. Da drüben haben sie die Garagen ausgeräumt, da steht noch eine Waschmaschine und ein Kühlschrank vor der Tür. Und hier runter stand das Wasser bis nach vorne. Also hier hatten wir einen schönen See dazwischen. Hier ist meine Sperre. Nach dem zweiten Gewitter haben wir die sein lassen, doch das lief im dritten Gewitter jetzt nicht rein, obwohl schon mehr kam. Und da oben, oberhalb der Schachtes, der Sperre, ist ein Schacht. Da haben wir gespült bis hier runter. 2 Stunden hat da einer durchgespült, Kalk rausgehämmert. Das Rohr war zu 2/3 zu und jetzt ist einfach hier bei diesem Schacht das Wasser rausgekommen, weil wahrscheinlich die Leitung bis da nach unten, bis zum Bach, ihr seht die Brücke, das Geländer, da ist zu, dann kommt es hier. Und diese Sperre lasse ich jetzt natürlich, bis das untere Rohr auch geputzt ist. Aber ihr seht vielleicht da drüben an der Garage, da hat es noch Schmutz vor dem Volvo. Also da stand einen halben Meter Wasser. Zur Situation, die Mobiliar sagt, wir haben 3-mal Schaden, 3-mal 2500 Franken Selbstbehalt. Das ist gesetzlich so, da kann man nichts machen. Also 7500 Franken Selbstbehalt. Eine Menge Knete. Die Gebäudeversicherung hat beim ersten Mal Reinigungsarbeiten bezahlt, aber nicht außerhalb, sondern nur im Gebäude. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Wasser, ist auch nicht so schlimm. Punkt. Ich hoffe, das war's. Ich hoffe, ich kann das dann mal abräumen, sobald die Gemeinde diese Leitung noch richtig runterspült. Weil eben solange ein 400er Rohr dicht ist, kann es natürlich nicht ablaufen und da oben wird immer weiter gebaut. Ja, das ist zur Situation vom dritten Gewitter im letzten diesem Monat. Ich wünsche euch einen schönen Tag und hoffe, dass ich keine Gewittervideos machen muss.